So, zum Hinlegen, zum Aufrechthinstellen, was auch immer, kann man seine Folie hier an der Seite reinlegen, indem man das kleine Stück Brettchen hier rein und rausschiebt. Das geht aber auch nur auf der einen Seite, nicht auf der anderen Seite. So, dann hat man hier drei Partitionen, die man haben kann, je nachdem, wo man die Rolle reinlegt. Da, da oder da. Ich habe es jetzt in den obersten Fach reingelegt. Da können wir ganz einfach so hinlegen. Ziehen das hier so raus. Nehmen die Sache, ziehen einmal durch. Wow! Und haben es in der Hand. Oh, und das alles mit einer Hand. Das ist geil. Nee, also ich finde, das ist schon recht stabil. Also kann das ganz einfach, je nachdem, was man haben möchte, für eine Länge. Ist recht scharf. Ohne irgendwas. Zieht das durch. Und hat das. Je nachdem, wie man es haben will. Ich finde es auch cool, dass das halt, wenn man auch irgendwas in der Hand hat, dass man einfach ganz einfach schnell rausziehen kann. Mit einer Hand durchziehen. Dann geht aber auch noch wunderbar durch, auch wenn man gerade gesehen hat, dass es das jetzt ein bisschen mitgegangen ist. Ist recht scharf, das Stück. Also muss man auch ein bisschen aufpassen. Dazu gibt es halt noch solche Sticker wie Folie, Plastik, was auch immer. Wenn man es noch markieren kann, dann, wenn man will, kann man es auch in die Wand bauen. Ist auch kleines Zubehör mit Dübel, Schrauben und Gummifüße oder ja, Gummifüße. Man kann es halt hinten noch an die Wand schrauben. Hier ist auch was zum Hinhängen sogar noch. Man kann es auch hinhängen oder halt schrauben, je nachdem. Wenn man was Passendes hat, kann man es theoretisch auch reinhängen. Aber ja. Wenn man es ausgepackt hat, fühlt sich das erstmal richtig komisch eklig an, weil die Schicht hier, die Glasur, irgendwie im ersten Moment richtig komisch ist. Aber das verzieht sich nach einer Weile, sage ich euch. Aber es fühlt sich erstmal ganz komisch an, wenn man das, also ich benutze das jetzt schon ein bisschen, aber wenn man das jetzt zum Beispiel frisch auspackt, hat sich das ganz komisch angefühlt. Ja, dazu ist das wunderbar in einer Schutzfolie eingewickelt gewesen, war dann nochmal verpackt und kann mich nicht beklagen. Alle drei Partitionen hier sind wunderbar gemacht. Man kann es mit einer Hand sogar machen. Man legt es einfach in die Seite rein. Man ist es sicher, das Ding ist stabil, bleibt zu. Man hat für drei Fächer Platz. Ist auch viel besser, muss ich sagen, als kennt ihr diese Abroller, die normalen aus Plastik, wo man halt eine Rolle reinhängt und dann darüber so einfach schön aussieht, aber eigentlich dieselbe Größe hat und hier hat man halt drei Möglichkeiten, ne? Wo man nebenbei auch halt Foliensachen reinlegen kann, jetzt abseits jetzt mal von dieser dicken Zeberrolle. Aber jetzt im Vergleich mal kann man halt wunderbar nutzen und muss nicht immer danach suchen, wenn man hat es immer griffbereit. Finde ich nicht schlecht.